Hallo und herzlich willkommen hier von der Intersolarmesse in München, von dem Stand Centure. Hier schauen wir uns mal die neuen Produkte von der Firma Centure. Hier sehen wir die Balkonkraftwerkspeicher. Hier das AB2000. Centure Supercharger. Einige Produkte habe ich euch schon vorgestellt. Hier der Hub 2000, Mikroinverter, hier AB, Supercharger, einige Sachen habe ich euch schon bei mir vorgestellt. Hier das Balkonkraftwerk AIO 2400, das kennt ihr, das habe ich bereits vorgestellt, das kann ich euch empfehlen, das funktioniert tadellos, sehr gut, also muss ich sagen, wirklich super. Hier ein paar Neuigkeiten. Und hier seht ihr die Erweiterungsakku Supercharger AB2000. Vielleicht nur, dass ihr wisst, bei dem Speicher AIO 2400, wenn ihr den Speicher erweitern wollt, dann müsst ihr noch so einen Speicher kaufen, den könnt ihr dazu schließen. Und dann habt ihr 4800 Wattstunden, also 4,8 kW. Also recht viel. Wie gesagt, den habe ich jetzt seit ungefähr 3-4 Monaten und muss sagen, funktioniert sehr gut. Ich kann euch das weiterempfehlen. Das Solarfloor habe ich auch getestet und muss sagen, also funktioniert gut. Den habe ich aber wieder zurückgegeben, deswegen kann ich da nicht weiter dazu sagen. Hier sieht man die Centure Power Station, also so ein Monster. Das sind die Centure-Lösungen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sie natürlich gerne stellen in die Kommentare. Hier seht ihr den Hub 2000, die Anschlüsse und hier der Mikroinverter, der auch tadellos funktioniert. Hallo, grüße Sie! Hier seht man den Hyper, das neue Balkonkraftwerk von der Firma Centure. Funktioniert. Wir werden es vielleicht bald testen. Also sieht sehr stylisch aus. Hier sieht ihr die technischen Daten von dem Stand und von dem Centure Hyper. Hier zum Beispiel haben wir zweimal AB2000, also 4 kW Speicher und der Centure Supercharger Hyper. Das schauen wir uns gleich näher an irgendwo in einem Prospekt. Hier die App. Hier könnt ihr sehen, wie man das anschließen kann, wie viele Speicher kann man dazu nehmen. Wir schauen uns kurz mal an. Hier. Und natürlich, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare stellen. Ich werde sie beantworten. Heute ist Freitag, der letzte Messetag und der Andrang ist recht groß. Deswegen ist es hier ein bisschen chaotisch, also richtig viel los. Hier die App, die kann ich euch wirklich, die Firma Centure kann ich euch wirklich weiterempfehlen. Wie gesagt, ich habe mehrere Sachen von der Firma getestet und funktionieren alle sehr gut. Solarflow Hyper von Centure, das neue Balkonkraftwerk Speicher. Vielleicht werden wir es bald testen bei mir auf dem YouTube-Kanal Toni Auto hier. Ihr könnt mir gerne hier auch auf Instagram folgen. Wenn ihr das Video gesehen habt, schaut bei mir auf den Instagram. Da habe ich ein paar Videos live gestreamt von der Intersolarmesse und von dem Stand von der Firma Centure. Wie gesagt, ich werde euch wahrscheinlich irgendwann mal dieses Jahr dieses Centure Supercharger Solarfloor Hyper vorstellen. Sieht recht gut aus.
aber wie gesagt, dieses Jahr habe ich euch schon vorgestellt, das Zendure AIO Balkonkraftwerk, und es funktioniert richtig gut. Das kann ich euch definitiv auch weiterempfehlen. Ihr seht es ja hier nochmal, also vom Design her, für mich das schönste Balkonkraftwerk, was es gibt. Hier nochmal die technischen Daten. Und natürlich könnt ihr gerne bei mir auch Video anschauen. Also es ist recht schön verbaut. Hinten kommt der Wechselrichter. Und das hier wird beleuchtet mit verschiedenen Farben. Man kann auch den Füllstand von seinem Speicher optisch sehen. Man muss nicht mal auf die App gucken. Und es funktioniert sehr gut. Hier nochmal der Speicher. Und hier die App. Schauen wir uns noch mal kurz die Sachen an. So, jetzt ist ein bisschen ruhiger. Ich denke mal, jetzt könnt ihr mich wahrscheinlich auch besser hören. Hier seht ihr, es ist optisch mit visuellen Effekten hinterlegt. Sieht richtig gut aus. Das gefällt mir bei Zendure äußerst modern, also äußerst modern und innovativ gemacht. Wie gesagt, ihr könnt euch bei mir auf dem Kanal mehrere Videos anschauen von vielen verschiedenen Herstellern, von der Intersolarmesse in München 2024. Das hier ist der Messestand von der Firma Zendure mit ihrem neuesten Balkonkraftwerk Solarflow Hyper. Hier nochmal der Überblick zu Messestand. Wir befinden uns in der Halle C2, 254 Messestand. Jetzt können wir uns kurz nochmal die Powerstation von Zendure anschauen. Das hier ist ein Riesenmonster. SPV plus Hub.